Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das ist schon bemerkenswert, wenn man zwei Vorredner von der Opposition hat, die beide sagen, wir begrüßen die Ziele des Gesetzes, aber dann jedes Mal wieder sagen, das ganze Gesetz muss abgeschafft werden. Das wundert mich bei der FDP noch weniger, weil die FDP auch beim Mindestlohn immer nur dagegen war. Da gab es bei der CDU ja mit Karl-Josef Laumann und anderen noch Leute, die für einen Mindestlohn waren. Trotzdem hat sich die CDU lange Zeit auch damit schwer getan. Aber es ist schon merkwürdig, alle Ziele werden unterstützt, aber das konkrete Gesetz wollen wir lieber nicht haben. Und es gibt auch keinen Alternativvorschlag, es gibt immer nur die Forderung, es pauschal abzuschaffen. So, jetzt reden wir heute über einen Eilantrag. Der Anlass für den Eilantrag ist eine Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 27. August. Wir haben uns jetzt bemüht, gestern und heute vom Verwaltungsgericht die genaue Vorlage zu bekommen. Wir haben auch in Münster nachgefragt. Beim Verfassungsgericht ist sie noch nicht angekommen. Das Verwaltungsgericht hat ihren Vorlagebeschluss auch noch nicht im Internet stehen. Er soll fertig sein. Man hat Schwierigkeiten, ihn einzustellen, aber er soll in Kürze übermittelt werden. Das ist der tatsächliche Gegenstand. Laut Pressemitteilung geht es um die Tariftreuepflicht im ÖPNV, also nicht um das ganze Gesetz, nicht um alle Sachverhalte, um einen bestimmten Aspekt. Und wenn diese Vorlage des Gerichtes uns vorliegt, dann werden wir über diese Vorlage genau diskutieren, dann werden wir sie uns angucken. Sie hat das nicht gehindert, einen Eilantrag zu stellen mit der zentralen Forderung, das Gesetz sofort abzuschaffen. Das ist aber auch nichts Neues. Es ist gutes, genau ein Jahr her, 4. Juli 2014, da ist im Plenum der entsprechende Antrag der FDP, das Gesetz abzuschaffen, abgelehnt worden von SPD, von Grünen und von Piraten. Also werden wir auch diesmal diesem Eilantrag sicherlich nicht folgen, weil es auch nicht eine vernünftige Vorgehensweise ist. Die genaue Vorlage des Gerichtes angucken, auswerten, gucken, welche Hinweise es gibt. Der Evaluationsprozess läuft. Kollege Schmelzer hat einige Punkte angesprochen, bei denen wir Konsens haben. Wir waren ja bereit, die Evaluation relativ schnell zu machen. Und wenn das dann vorliegt, werden wir es uns im Detail angucken und dann auch sehen, was für Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Und ich bin sicher, so wie das Murmeltier täglich grüßt, werden Sie nach Vorlage des Gerichts, wirklich der Gerichtsvorlage, werden Sie uns sicherlich wieder einen neuen Antrag hier bescheren, mit dem wir dann uns befassen werden. Und wir werden uns über die Evaluation weiter unterhalten. Herzlichen Dank.